damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge der PSV Eindhoven Karriere. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Heute der letzte Spieltag gegen Valwick, bevor es in die Rückrunde geht, gegen Go Ahead Eagles in der nächsten Folge sowie gegen Groningen. Und Valwick ist auf Platz 18 mit 8 Punkten nur, 2 Siege, 2 Unentschiedene. Wir müssten einfach so spielen wie gegen und Moment, bei mir klingelt gerade das Telefon. Und da bin ich wieder, das war ein dringender Anruf. Auf jeden Fall in dieser Folge können wir an Ajax Amsterdam vorbeikommen. Sollte Ajax Amsterdam natürlich verlieren ihre Partie gegen Fortuna Sittard. Okay, die spielen gegen den Tabellenvierten, ne? Ne, in der nächsten Folge, in der nächsten Partie. Ajax spielt gegen Feyenoord, okay. Das ist unsere Chance, wir spielen gegen den Tabellenletzten. Das ist unsere Chance, auf Platz 1 zu kommen in dieser Folge. Dann gehen wir doch mal rein gegen Valwick. Ich werde trotzdem mit der Top 11 spielen, natürlich rechts mit These, der sich verbessert hat. Dann werde ich natürlich hier im Mittelfeld dabei belassen und vorne werde ich mit Vinicius spielen. Dann nehme ich Basseur mit für Pispo. Genau, Visa nehme ich mit für Gutierrez. Und dann gehen wir rein in die Partie gegen Valwick. Valwick wird mit Fesen spielen, mit Büttner, mit Van de Buijs, Meulensteen, Mulder und Gari. Das Mittelfeld Asiel, Anita und Van der Venne und vorne Kramer sowie Stokas. Let's go, rein geht es in das letzte Hinrundenspiel hier bei bestem Fußballwetter gegen Valwick. Let's go, auf geht's. Valwick ist letzter, wir sind zweiter, wissen, dass Feyenoord gegen Ajax Amsterdam spielt und wir können davon profitieren. Wir kommen direkt mal mit Mabrike. Götze, erste Chance. Götze findet hier den Ball an Gari. These. Wehrmann. Und Götze kommt hier vorbei. Sieht ab, zweite Chance für Eindhoven. Wieder Götze. Riesen pariert. Und wir im Minutentakt in Richtung Valwicker Tor. Jetzt müssen wir allerdings aufpassen. Nur stark. Und vor. Sehr spannende, schwierige Partie hier, die wir absolvieren müssen. Das muss ein Pflichtsieg werden hier. Gari. Aber Valwick ist
kein Team, was man unterschätzen darf. Und Vogo, sie kommen sogar zum ersten Abschluss. Und das ist ein Foul. Und Vogo ist da. Ecke. Ecke für Valvik. Was ist denn hier los? Das Stadion bebt. Gut von Werner. Vinicius. Sehr guter Ball auf Gakpo. Und Fiesen ist da. Also ein sehr abwechslungsreiches Spiel. Mit Chancen auf beiden Seiten. So einfach ist es dann doch nicht gegen Valvik. Und immer wieder ist der Torwart dazwischen. Ecke, Philipp Max. Die kommt gut hinein. Vinicius. Abstoß. Hier und Fiesen ist da. Es ist auch gleich Halbzeit hier. Ja, Mann. Marueke. Starker Ball in Richtung Philipp Max. Philipp Max zieht ab und Meulensteen ist da. Und damit ist Pause. Es steht 0:0 zwischen Eindhoven und Valvik. Eine sehr gute erste Halbzeit von beiden Teams. Trotzdem mit Luft nach oben. Wir hatten durchaus die Möglichkeiten hier schon früh in Führung zu gehen, aber mussten auch immer den Meister in den Torhüter Valvik finden. Wieder ist der Keeper dazwischen. Fesen, immer wieder Fesen. Drei zu neun Schüsse. Warum? Weil Vic auf den letzten Tabellenplatz stehen. Das wundert mich. Die spielen hier, als würden die nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Mit Max. Weiter Max. Götze. Marueke. Und Fiesen ist da. Und es wird Ecke geben. Jetzt Duan. Nein, Abstoß, was? Duan kommt für Götze. Aber warum es für diese Aktion keine Ecke gibt, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Vinicius. Vinicius. Vinicius, Hellquerweiten. Wir sind bereits in der 70.
Jetzt Vertiesen. Wieder ist der Torwart dazwischen. Puma kommt jetzt rein. Ecke. Das gibt es nicht. Büttner. Wir scheitern immer wieder am Torwart. Guter Ball auf Gakpo. Und er verheddert sich. Jetzt Vinicius. Jetzt aber klingelt es. 1:0 für Eindhoven. Zeit wurde es. Vinicius. Aber gut von Duan. Wie er Vinicius sieht. Und den Keeper endlich verlädt. Aber großen Respekt an den Wawrinka Keeper. Wäre er nicht da, würden sie 6:0 verlieren. Doan. Vinicius. Vinicius. Chancen im Minutentakt. Und es gibt sogar noch Elfmeter nach Handspiel. Duan wird nicht schießen. Es wird Gakpo schießen. 2:0. Gakpo, der Torschütze per Elfmeter. Und hoffen wir mal, dass Feyenoord Ajax Amsterdam bezwungen hat. Aber trotzdem, was für eine Partie von Fesen hier. Was er alles pariert hat. Das ist heftig. Und jetzt ist Schluss. Wir bezwingen Wallwick mit 2:0. Und sind wir jetzt endlich Tabellenführer. Sind wir endlich Tabellenführer? Nein! Weil Ajax wieder gewonnen hat. Das kann es nicht sein. Das ist doch so brutal. Wir müssen aufpassen, De Long muss öfters spielen. Das ist völlig klar. In der nächsten Folge geht es dann gegen Go Ahead Eagles und gegen Groningen. Gegen wen spielt Ajax Amsterdam in der nächsten Folge? Sie haben 3:0 in Rotterdam gewonnen. Das ist ja heftig. Ajax spielt gegen Fortuna Sittard in der nächsten Folge. Wir auf jeden Fall gegen den Tabellen 16. Go Ahead Eagles. Okay. Trotzdem, es wird spannend hier. Nach 17 Spielen sind wir auf Platz 2. Das bedeutet Champions League Playoff. Trotzdem, wir wollen natürlich direkt in die Champions League und Meister werden. Das ist mein Ziel. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder eben in der FCA-Karriere. Bis dahin, macht es gut, bleibt am Ball und vor allem gesund.